Einen wunderschönen, liebe Freunde, in diesem Video geht es darum, wie man eigentlich einen geilen, unscharfen Hintergrund hinbekommt. Ja, das will ja jeder so ein bisschen, oder? So einen unscharfen Hintergrund, so schön das Bokeh hinten reingeballert, schön weich, ja, Freistellung vom Modell. Und genau das machen wir heute, deswegen habe ich meine zwei Mädels hier am Start. Sina aka Fräulein Chaos, Elisa von der Life for Fashion. Schön, dass ihr da seid. Ja, habt ihr gut hergefunden, ne? Ja. Nee. Und es gibt eigentlich nur drei Regeln, die man beachten muss, um einen möglichst unscharfen und schönen Hintergrund hinzubekommen. Kommen wir gleich zu Regel Nummer uno. Das erste, auf das man achten sollte, ist der Abstand. Zum einen der Abstand von Fotograf aka Kamera zum Model. Zum anderen der Abstand vom Model zum Hintergrund. Hier haben wir jetzt einen ewig weiten Hintergrund. Wir nehmen aber gleich mal einfach das Ding hier und packen das dahinter oder stellen Elisa mal vor, diesen Strauchding da. Wir machen jetzt erstmal einen normalen oder sagen wir mal einen weiten Abstand. Ja, nehmen wir mal einen weiten Abstand. Ich bin jetzt hier ungefähr so, sagen wir mal, 1,5 Meter entfernt. Und wir achten jetzt mal auf den Hintergrund. Machen Foto. Hintergrund ist schon unscharf, da geht aber noch was. Ich gehe mal einfach näher ran. Perpau, der Hintergrund ist megamäßig unscharf. Jetzt kommen wir mit, Elisa, wir stellen dich jetzt mal hier hin. Vor dieses Teil einfach. Und jetzt steht sie sehr, sehr nah an dem Hintergrund dran. Und der Hintergrund ist zwar unscharf, aber da geht immer noch was. Komm mal mit, wir rennen mal ein Stückchen weg. Ich gehe näher ran, sie steht weiter weg vom Hintergrund und der Hintergrund verwischt. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg einfach. Und genau diese zwei Faktoren, beziehungsweise dieser eine Faktor, den man in zwei aufsplitten kann, er macht es aus, der Abstand. Zum einen ich zum Model, zum anderen Abstand Modell zum Hintergrund. Weil ich ja aber gerade ein 50 mm 1,8 drauf habe, kann ich die Blende jetzt richtig, richtig offen hinballern. Dazu mache ich jetzt Blende 1,8. Den ISO mache ich ein bisschen runter. Und so, ihr seht also, der Hintergrund ist plötzlich absolut unscharf geworden. Und das liegt alles an der Blendenzahl, weil ich jetzt nämlich die Offenblende benutzt habe. Wenn ihr also so einen Effekt wollt, dann achtet bei euren Objektiven beim Kauf auf die Blendenanzahl und dass ihr möglichst offenblendig fotografieren könnt. So, das ist ja alles schon relativ geil. Es gibt aber noch einen dritten Faktor, der so den Hintergrund und die Unschärfe des Hintergrunds beeinflusst. Und das ist die Brennweite. Ich nehme jetzt hier mal das Objektiv. Mach mal wie Sina eben die Blende einfach auf, so auf eine schöne 2,2er Blende. Oder machen wir eine 1,8er. Komm, gehen wir es hier richtig rein. Schön die 1,8er. ISO 100. Zack. Dann haben wir hier 1250stel Verschlusszeit. Der Hintergrund ist schon sehr, sehr, sehr unscharf. Kannst du mir noch mal kurz das Ding hier hochmachen? Vielen Dank. Ein bisschen abschatten für den Sonnenschein. Nanu. So, ja, das ist schon sehr cool. So, das sieht schon sehr, sehr, sehr geil aus. Aber mit der Brennweite können wir das Ganze jetzt noch ein bisschen unschärfer machen. Also 50 mm. Ich wechsle jetzt hier auf 200 mm. Kennt ihr den Typen aus dem Video, der das Objektiv wechselt mit einer Hand und es dann auf den Boden fällt? Das ist der Sinas-Objektiv hier, ne? Das so, ne, noch. Like a pro. Zack. So. Bitteschön, dankeschön. So. Das Ganze jetzt auf 200 mm. Dafür muss ich ein Stückchen weiter weggehen. Die Elisa, ey, die sieht aus wie so ein C&A-Model, ich sag's dir. Und man sieht jetzt, dass der Hintergrund auf 200 mm einfach nur noch ein richtiger Matschebrei ist, eine schöne Unschärfe. Und das ist natürlich cool, um zum einen eine Person freizustellen, zum anderen aber auch, wenn man einen hässlichen Hintergrund hat, kann man ihn einfach damit wegmachen, ne? Weil man ihn nicht mehr sieht. Das ist manchmal echt gut, wenn man zum Beispiel so einen Mülleimer hat oder sowas, macht man einfach schön 200 mm. Und ich bin jetzt hier nur auf eine 4er Blende. Hat man noch eine 2,8er Blende, kann man das Ganze noch ein bisschen weicher im Hintergrund machen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schön. Also, diese drei Faktoren, die beeinflussen die Unschärfe des Hintergrunds. Je länger die Brennweite, desto unschärfer wird der Hintergrund, je näher man auch rangeht. Also, wenn ich jetzt mal so nah rangehe, muss man gucken mit der Naheinstellgrenze hier. Jetzt habe ich nur das halbe Gesicht von Elisa. Dann ist der Hintergrund noch viel, viel weicher. Ja? Wenn ich
Makroobjektiv noch näher rangehe, wird der noch viel, viel weicher. Und natürlich auch die Blende, also je offener die Blende, desto schöner und unschärfer wird auch der Hintergrund. Aber Vorsicht, wie die Schweizer sagen würden, denn je offener die Blende, desto weniger Tiefenschärfe hat man auch. Und das kann sehr leicht passieren, dass wenn zum Beispiel Elisa so ein bisschen schräg guckt, dass das Auge scharf ist, das Auge schon unscharf ist. Und das möchte man manchmal vermeiden. Ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Danke an die beiden Mädels, Sina und Elisa. Checkt ihre Kanäle, sind unten in der Videobeschreibung drin. Wir machen jetzt noch ein paar geile Porträts. Ich finde 200 mm auch echt geil, wobei man auch echt weit weggehen muss. Und das können wir noch mal kurz machen. Ich gehe mal noch mal richtig weit weg, mach mal so einen Ganzkörper. Und dann sieht man auch, dass der Hintergrund nicht mehr... Guck mal, wie weit ich dafür weggehen muss. Das ist schon crazy. Und man sieht, dass der Hintergrund nicht mehr ganz so unscharf ist, ne? Weil ich jetzt wieder weiter weg war. Also diese drei Sachen merken, dann richtig geile Fotos machen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, teilt das Video mit euren Freunden. Bis zum nächsten Video, macht's gut und sag mal einen schönen Digga. Jetzt gehe ich aus dem Bild einfach raus. 20 Sekunden sind geschafft. Bild ist fertig und sieht richtig cool aus. Was geht ab, ihr Osterhasen? Es gibt ja noch etwas vom letzten Mal. Gewonnen! Dieses handsignierte Buch von mir hat Lisa Bicke. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hier nochmal dein Kommentar eingeblendet. Du kriegst dieses handsignierte Buch. Du hast richtig die Antwort gehabt. Es waren 10 Ostereier versteckt im Video. Herzlichen Glückwunsch an dich und danke für die ganzen Leute, die mitgemacht haben. Hier kommt ihr zu einem weiteren Video. Ich weiß nicht, ob es da oder da oder da unten ist. Müssen wir mal gucken. Abonnieren-Knopf ist auf jeden Fall auch hier. Raufklicken, gut fühlen, kein Video mehr verpassen. An der Seite kommt ihr zur Website und zum Buch, wenn ihr es euch so besorgen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.